nächsten Gast. Und der sitzt seit 2002 im Deutschen Bundestag, stets direkt gewählt für Köln. Rolf Mützenich, er ist der Fraktionsvorsitzende der SPD. Und ich sage mal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute da sind. Sie haben heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Muss kurz sein. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen jetzt auch noch mal ein bisschen zurückschauen. Aber bevor wir zurückschauen, geht es um was Aktuelles, Tom. Ja, Herr Mützenich, Sie sind Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitiker und uns ereilen heute besorgniserregende Nachrichten aus Mali, wo deutsche Soldaten stationiert sind und wo es einen Anschlag gegeben haben soll. Von bis zu 15 Verletzten ist die Rede, auch Schwerverletzte. Was wissen Sie, wie bewerten Sie die Situation? In der Tat dramatische Nachrichten und ich habe auch keine verlässlicheren, belastbaren Informationen als die, die zurzeit öffentlich bekannt sind, aber ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt erstmal die Rettungskette arbeiten muss, dass die medizinische Versorgung funktioniert, dass, wenn es auch Schwerverletzte gibt, sie ganz dringend, ganz schnell auch die erforderliche Hilfe bekommen. Das ist auch für die Auslandseinsätze immer wichtig. Funktionieren die Rettungsketten dann auch vor Ort und nähere Informationen werden wir dann auch in den nächsten Stunden bekommen. Sie blicken ja generell kritisch auf solche Einsätze. Unterstreicht das Ganze möglicherweise diese Kritik jetzt nochmal? Ich tue es nicht nur alleine aufgrund der Gefährlichkeit von Einsätzen, sondern werden diese Einsätze auch zur Sicherheit, zur Friedensentwicklung genutzt. Das ist ja etwas, was wir auch versprechen wollen. In Mali wussten wir, dass wir eine sehr kritische Situation gerade bei diesem Auslandseinsatz haben. Und die vergangenen Wochen haben uns ja auch darin belehrt, dass selbst die französische Regierung, der französische Staatspräsident über einen teilweise Abzug auch nachdenkt aufgrund der Sicherheitslage, aber eben auch, weil die Regierung es nicht schafft, einen versöhnlicheren Kurs auch einzuschlagen, aber auch die Rebellen massiv gewaltbereit sind. So ein bisschen sind wir beim Thema Mali ja schon auch mitten in dieser Legislatur, in den großen Themen, die auch durchaus kontrovers waren. Deswegen bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Verteidigung. Das Stichwort bewaffnete Drohnen, das war ja sozusagen auf der Agenda. Die GroKo wollte das jetzt sozusagen auch beschließen. Man muss so ein bisschen sagen, die SPD-Fraktion, manche sagen sogar Sie persönlich, haben das jetzt verhindert. Warum wollen Sie denn nicht, dass Bundeswehrsoldaten durch solche Möglichkeiten eben auch geschützt werden? Doch, ich will das. Ich will, dass Bundeswehrsoldaten so gut wie möglich geschützt werden. Das sind dann aber nicht nur die Drohnen. Wenn wir nähere Informationen möglicherweise aus Mali wissen, werden wir auch erfahren, dass gegen ein Selbstmordattentat auch nicht eine Drohne hilft, sondern andere Sicherheitsvorkehrungen, auch Aufklärung, viele andere Dinge gehören dazu. Das Problem bei Drohnen ist heutzutage, dass sie eine zeitliche und räumliche Entgrenzung möglicherweise initialisieren und auch sehr schnell möglicherweise zu diesen Waffensystemen greifen. Also es ist mehr als nur der Schutz von Soldatinnen und Soldaten, weil Drohnen werden heute auch in Kriegen und möglicherweise auch zu Provokationen eingesetzt. Das würde nicht für Deutschland zutreffen, aber wir würden uns eben nicht an einer Entwicklung auch beteiligen wollen, die so etwas initialisiert. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen einfach noch die Zeit, um in Diskussionen Klarheit darüber zu bekommen und insbesondere auch der Verlass, dass diese Drohnen dann auch wirklich nur unter bestimmten Situationen auch eingesetzt werden. Also das heißt, die bewaffneten Drohnen aus SPD-Sicht bis auf weiteres Nein. Zurzeit werden wir auf jeden Fall eine Diskussion in meiner Partei, aber auch hier weiterhin im Deutschen Bundestag führen. Wir stehen ja auch nicht alleine, doch zum Beispiel die Grünen lehnen ja auch diese Drohnen zumindest hier im Bundestag ab. Aber beim Wahlprogramm haben sie dann plötzlich gesagt, sie sind da wieder viel offener. Also wir brauchen auch Klarheit bei anderen Parteien und wir wollen die geben. Und wir wollen insbesondere eine öffentliche Diskussion, nicht nur unter der Haube hier des Deutschen Bundestages. Herr Mützenich, es hat mächtig geknirscht bei diesem Thema. In Ihrer Fraktion renommierte Verteidigungspolitiker haben dann beschlossen, abzutreten. Ist das so eine Rolle, die Sie als Fraktionsvorsitzender auch so ein bisschen ausfüllen und lernen mussten? Also derjenige, der auf den Tisch haut und das durchfechtet, woran er glaubt? Ich habe ja nicht auf den Tisch gehauen, sondern ich habe meine Meinung eingebracht. Damals, als meine Kolleginnen und Kollegen mich mit 97% der Stimmen auch als Fraktionsvorsitzender gewählt haben, habe ich gesagt, ich gebe nicht sozusagen auch meine Überzeugung ab. Ich weiß, dass ich jetzt Generalist sein muss, aber ich bin Friedenspolitiker. Ich setze mich sehr stark für Abrüstung und Rüstungskontrolle ein, weil sie auch friedensschaffend wirken kann. Ich glaube auch, dass wir viel dafür tun müssen, dass die internationale Politik eben auch
auch wieder zu Dialog, zu Friedfertigkeit auch kommt. Das ist sehr schwer zurzeit. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, waren diese Entscheidungen nicht nur meine persönlichen Entscheidungen. Insbesondere die Frage über die nukleare Teilhabe hat sich ja jetzt bestätigt. Gerade der amerikanische Präsident hat mit dem russischen Präsidenten ein 5-jähriges Moratorium vereinbart. Und das will ich auch. Ich will eben nicht, dass die Atomwaffen hier modernisiert werden, die hier lagern. Ich will nicht, dass neue Waffensysteme angeschaffen werden, sondern in diesem Klima Verhandlungen führen. Und davon bin ich fest überzeugt, dass das der auch bessere Weg ist. Wie einfach war es denn, als Sie Fraktionsvorsitzender geworden sind? Das kam ja sehr überraschend, sage ich jetzt mal. Als friedlicher Mensch eine doch etwas rauflustige Fraktion zusammenzuführen. Man muss ja schon sagen, der Abgang von Andrea Nahles hat schon noch mal so ein Highlight draufgelegt. Das ist 2019 recht überraschend gekommen, wie brutal einfach auch das politische Geschäft ist, oder? Auf jeden Fall. Das war ein Einschnitt. Das war nicht nur ein Einschnitt für Andrea Nahles, sondern auch für meine Fraktion, für meine Partei. Sie hätte implodieren können. Wir haben uns dann, und das bin ja nicht nur ich, gemeinsam aufgemacht, wieder diese gemeinschaftliche Arbeit und letztlich das nach außen hin starke Eintreten für das, was wir im Koalitionsvertrag verankert haben. Über 90% der Projekte haben wir jetzt umgesetzt durch die einzelne Tatkraft, aber eben auch durch die Entscheidung der Fraktion. Das haben wir gezeigt. Ein Kölner ist ja nicht direkt sozusagen von Geburt her streitlustig. Er versucht natürlich manchem Streit auch aus dem Weg zu gehen. Aber wir haben schon klare auch Entscheidungen mit dem Koalitionspartner erkämpft. Und das war gut gewesen, richtig. Und ich hoffe, dass sich das auch noch in den nächsten Monaten auszahlt. Wie oft mussten Sie laut werden in den letzten 2 Jahren? Ich musste nicht so laut werden, sondern überzeugend. Ich musste auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die von Anfang an meiner Seite gewesen waren, aber manches vielleicht dann Gespräch, was ich nicht in der Öffentlichkeit geführt habe, wurde dann auch vielleicht ein bisschen deutlicher und auch kurz geführt. Okay, kurzer Disclaimer nochmal, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Man hat es vorhin nicht gehört, wir sitzen hier ohne Maske, weil wir entweder komplett durchgeimpft sind oder getestet oder geimpft ungetestet. Also es ist jetzt hier nicht fahrlässig, sondern wir haben das tatsächlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen hier auch vorbereitet. Herr Mützenich, Sie sitzen seit fast 20 Jahren im Parlament. Vor 4 Jahren ist eine Kraft dazugekommen, die relativ neu ist, die AfD. Damit hat sich die Debattenkultur doch sehr, sehr scharf verändert. Wie waren Ihre Erlebnisse, Ihr Blick darauf in den letzten 4 Jahren? Hat sich deutlich verändert. Die Angriffe sind persönlicher geworden. Gewisse Regeln wurden nicht eingehalten, nicht nur die Maskenregeln, die der Bundestagspräsident erlassen hatte. Leider wurden auch durch diese Diskussion Dinge auch befördert, die wir manchmal von außen her bekommen. Ich sage es ganz offen, auch die Drohungen. Das Feld wurde bereitet und ich habe mich dem auch in verschiedenen Debatten gestellt und habe der AfD auch vorgeworfen, dass sie durch Leichtfertigkeit, manchmal auch durch bewusste Provokation auch solche Dinge haben geschehen lassen, wie sie in Deutschland geschehen sind, bis hin zu dem Anschlag in Hanau oder auch in Halle. Die AfD ist gewählt worden. Das heißt, es gibt Menschen da draußen, die diese Abgeordneten gern im Parlament haben wollten. Ist damit auch so ein bisschen die Stimme derjenigen mehr in den parlamentarischen Diskurs gerückt? Ja, das habe ich eben nicht, den Eindruck. Was ich durchaus akzeptiere, auch wie die AfD entstanden ist. Ich meine, das vergessen ja viele. Sie ist sozusagen aus der Euro-Kritik her entstanden. Vielen war Angela Merkel, einige haben ja gesagt, das ist eine Sozialdemokratin, die da auf dem Kanzlerstuhl sitzt, eben nicht konservativ genug. Das kann ich schon akzeptieren. Aber durch viele Rechtsextreme, und das sehen wir ja auch in der Beobachtung der Landesverfassungsschutzämter sehr deutlich, wie stark die AfD jetzt dafür Sammelbecken geworden ist. Das ist schon ein Riesenproblem, auch ein Riesenproblem für den Parlamentarismus. Und ich weiß nicht, ob alle Wählerinnen und Wähler der AfD das so wollten. Sie haben gerade die Verrohung im Diskurs ja schon angedeutet, angesprochen. Ganz persönlich, fühlen Sie sich unsicherer als Politiker jetzt auch, wenn Sie rausgehen, wenn Sie an Ihre Familie denken? Ist das ein Thema? Manchmal schon. Sie sprechen dort ein Thema an, was mich belastet, nicht sozusagen das, was mich erreicht, aber wenn es ins Private gegenüber auch der Familie geht, dann bin ich nicht nur angefasst, sondern auch besorgt. Okay, jetzt ist es so,
Mit Blick auf die Bundestagswahl ist Ihr Platz in der SPD, wahrscheinlich auch im Bundestag, relativ sicher. Sie sind Nummer 1 auf der Landesliste in Nordrhein-Westfalen. Das wird wohl reichen, selbst wenn Sie nicht direkt gewählt werden, was ja bislang immer geklappt hat. Wie ist das denn mit vielen Ihrer Kollegen? Also da wird es ja wahrscheinlich so sein, dass es viele nicht wieder reinschaffen. Manche haben jetzt schon freiwillig sozusagen dann auch ihre Karriere neu ausgerichtet, sage ich mal. Ist da sehr viel Sorge da? Sprechen Sie mit jedem Einzelnen? Kriegt jeder von Ihnen dann auch eine Perspektive, der jetzt nicht weiß, was er machen soll? Ich kann keine Perspektiven verteilen, aber ich kann natürlich auch Zuversicht, ich kann auch Mut zusprechen denjenigen, die mit mir darüber reden wollen. Ich habe aber auch gestern 42 Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, die zu unterschiedlichen Zeiten hier in den Deutschen Bundestag gekommen sind, die ganz bewusst entschieden haben, nicht mehr zu kandidieren. Ich habe aber auch alle neuen Kandidatinnen und Kandidaten in 3 Veranstaltungen über mehrere Wochen hier begrüßt. Darunter sind 109 junge Kandidatinnen und Kandidaten unter 35. Das ist auch ganz spannend. Und meine Fraktion wird komplett sich ändern. Sie wird ganz neu auch sein, unabhängig wie groß sie ist. Aber ich bin ganz sicher, wir werden stark sein, um insbesondere eben Olaf Scholz als Kanzler zu wählen. Herr Mützenich, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren an Ihrem Geburtstag. Gibt es heute Abend noch ein Glas Sekt oder halten Sie es wie Olaf Scholz und sagen im Wahlkampf kein Alkohol? Doch, heute Abend gibt es aber ein Bier.